Das Thema heute Morgen, das uns beschäftigen wird während zwei Stunden, heißt Glaube und Denken. Es geht um Fragen wie, ist der christliche Glaube eigentlich vernünftig? Ist Glaube beweisbar oder einfach ein Sprung ins Dunkle? Wie verhält sich Glaube und Denken zueinander? Wie kann man einen Nichtchristen überzeugen? Wie soll der Glaube auf die Herausforderung der Wissenschaft reagieren? Wie können wir auf die gängigen Einwände gegen die Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugend antworten? Wie können wir das Gebot aus 1. Petrus 3, Vers 15 umsetzen? Ich lese das gleich vor. 1. Petrus 3, Vers 15 lautet so. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Also wie können wir jederzeit bereit sein zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von uns fordert? Hat jeder das Skript bekommen? Ja, also hier vorne hat es noch welche, kann man das durchgeben? Die zwei Blätter sind das Skript für den ersten Teil und das ausgeteilte Büchlein ist die Fortsetzung. Also ein bisschen länger als üblich ist das, was an Texten ausgeteilt worden ist. Wir beginnen mit dem Titel Apologetik des christlichen Glaubens. Das ist ein Fremdwort, das vielleicht nicht so oft verwendet wird. Apologetik heißt Verteidigung. Apologetik des christlichen Glaubens, Verteidigung des christlichen Glaubens. Früher war das in der Theologie ein wichtiges Fach, wenn es darum ging, den christlichen Glauben und den Wahrheitsanspruch der Bibel zu verteidigen. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Wenn man irgendwo an einer Universität Theologie studiert, dann lernt man nicht Apologetik. Das ist schon längst vorbei in der liberalen Theologie. Aber für Christen, die wirklich an der Glaubwürdigkeit und Inspiration der Bibel festhalten, ist das ein ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade 1. Petrus 3, Vers 15 gelesen von der Verantwortung, die wir ablegen sollen gegenüber denen, die uns die Rechenschaft von unserem Glauben fordern. Und dieses Wort Verantwortung heißt auf Griechisch Apologia. Rechenschaft, Ablegung, Verantwortung. Und Apologetik kommt eben aus dem griechischen Apologia. Verteidigung, Rechtfertigung heißt das. Und wir finden das sogar in Philipper 1, 7 und 16 wieder, spricht Paulus davon, dass er in Rom das Evangelium verteidigt hat. Und dieses Wort Verteidigung wieder im Grundtext ist Apologia. Wir sehen in anderen Stellen, wie Apostelgeschichte 22,1, wo Paulus auf den Tempeltreppen zur römischen Burg Antonia draufstand, hatte er den Blick zur Volksmenge im Vorhof der Heiden und da legte er auch eine Verantwortung ab. Dort ging es um Verteidigung seines Zeugnisses und seines Lebenswandels. Auch in 1. Korinther 9,3 und 2. Timotheus 4, Vers 16 ist dieses Wort in dem Sinn verwendet, dass Paulus sein Zeugnis, sein Lebenswandel verteidigen, rechtfertigen muss. Aber Apologetik, können wir sagen, ist eine Aufgabe für alle Gläubigen, wie wir das gerade aus der verlesenen Stelle gesehen haben. Wir sollen jederzeit jedem, der Rechenschaft fordert, eben unseren Glauben verantworten und rechtfertigen können.
Dazu noch Kolosser 4, Vers 6, obwohl dort das Wort Apologia nicht vorkommt, aber es trifft genau die Sache. Ich lese schon ab Vers 5. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das wird gefordert von allen Gläubigen. Wichtig ist aber Folgendes: Wer gibt uns die Kraft, um unseren Glauben darstellen, rechtfertigen, verteidigen zu können? Der Herr Jesus sagt in Lukas 12, 11 bis 12, wenn es darum geht, dass man angeklagt ist vor Gericht und sich da rechtfertigen muss, wegen des Glaubens: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so sorget nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in selbiger Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist, auch nach Kapitel Lukas 21, 14 bis 15, er ist die Kraft dazu. Es geht dort wiederum, wenn man vor Gericht kommt und wegen seines Glaubens Verantwortung ablegen muss. Ich lese schon Vers 13. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzet es nun fest in eurem Herzen, in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welche alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Man könnte denken, das heißt, also wir sollten eigentlich über dieses Thema gar nicht nachdenken, denn das wird uns dann schon im richtigen Moment gegeben werden. Nun, der Sinn ist der, wir müssen nicht im Voraus denken an einen bestimmten, in einer bestimmten Situation, wo wir so vor Gericht gestellt werden, wie wir das anstellen sollen. Sondern der Heilige Geist wird dann im richtigen Moment uns die Weisheit schenken, was wir im Moment sagen sollen. Aber wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt nicht in uns etwas, das wir vorher gar noch nicht gewusst haben. In Johannes 14 sagt nämlich der Herr Jesus seinen Jüngern, den Aposteln, im Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes, Johannes 14, 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wirkt über die Erinnerung. Nun, erinnern kann er uns nur an Dinge, die wir schon vorher einmal uns angeeignet haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch Leute, die denken, Predigen geht auch so, man muss die Bibel nicht studieren, aber dann, wenn es darauf ankommt, der Heilige Geist gibt es. Nein, der Heilige Geist erinnert an das, was wir früher erarbeitet haben. Aber im Moment gibt er dann die Weisheit, was jetzt gesagt werden soll. Nun, wenn wir so sprechen über die Verteidigung des christlichen Glaubens, dann gibt es Leute, die sagen, ach, das ist doch Unsinn. Die Bibel hat doch keine Verteidigung nötig, sie ist Gottes Wort. Natürlich, die Bibel, Gottes Wort, hat keine Verteidigung nötig. Sie ist vollkommen, sie ist Gottes Wort. 100%. Aber die verlorenen Menschen haben es nötig, dass wir ihnen einen Zugang zur Bibel eröffnen. Und dies, weil der Herr uns nach Apostelgeschichte 26, 18, es geht dort um Paulus, aber wir können es verallgemeinern, weil der Herr uns gesandt hat, ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist eigenartig. Wir würden denken, Gott macht die Augen auf. Und hier heißt es, dass
der das Evangelium weitergibt, muss die Augen auftun. Nun, das sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen uns bemühen, dass wir den Glauben erklären und hinüberbringen können, und es ist dann Gottes Werk, der das vollbringt. Aber wir können nicht denken, wir müssen uns überhaupt keine Mühe geben, das wird dann schon irgendwie so kommen. Ein Auftrag, ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren. Wenn wir über Apologetik sprechen, womit beschäftigt man sich bei dieser Thematik? Nun, das können ganz verschiedene Themen sein, wie zum Beispiel die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Bibel. Dabei kann es gehen um Archäologie, Geschichtsschreibung etc. im Verhältnis zur Bibel. Oder sehr aktuell das Thema Bibel und Naturwissenschaft. Themen Schöpfung, Evolution, Weltbild und so weiter. Ein weiterer Themenblock wäre scheinbare Widersprüche in der Bibel. Manche Leute haben Mühe, einen Zugang zur Bibel zu finden, weil sie denken, die Bibel ist sowieso voller Widersprüche. Also, wie können wir da abhelfen? Dann Bibel und Ethik, also Moral. Themen, die heute aktuell sind, wie Abtreibung, Sexualität, Esoterik und so weiter. Was sagt die Bibel dazu? Das gehört in den Bereich der Apologetik, wo wir eine biblische Sicht im Blick auf Abtreibung, Sexualität, Okkultismus und so weiter bezeugen und vertreten müssen. Dann ein anderer Themenblock wäre ganz positiv. Wie kann man wissen, wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und da können wir mit der erfüllten Prophetie kommen, die etwas völlig Einzigartiges ist unter allen Religionen in der Bibel. Darum kann man die Prophetie, die erfüllte Prophetie nennen, Gottes Siegel auf die Bibel. Und so weiter. Also es gäbe noch viele weitere Themenblöcke, wo es darum geht, den Glauben im Verhältnis zu verschiedenen Themen, die da in Konflikt kommen, darzustellen und zu erklären. Nun stellt sich mal zunächst die Frage, ist Glaube eigentlich etwas Unvernünftiges? Denn viele von unseren Zeitgenossen sind überzeugt, dass dies so ist. Sie denken, der christliche Glaube ist subjektiv, das ist gut für dich, nur gerade auf dich bezogen, aber das ist recht, wenn das dir gut tut und so, aber ich brauche das nicht. Er ist also nicht objektiv. Eben für jemanden kann es stimmen, aber für den anderen wieder nicht. Das ist subjektiv. Oder sie denken auch, es ist ja sowieso unlogisch, mythologisch, also mit so märchenhaften Einschlag. Wer glaubt schon an Sündenfall und so weiter, Adam und Eva? Und sie denken so, Glaube fordert einen Sprung ins Dunkle. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommen will, dann tut er das einfach so mutig, indem er einfach ins Dunkle springt und gewissermaßen gar keine Grundlage, feste Grundlage für einen solchen Sprung hat. Jetzt wollen wir zusammen den biblischen Befund anschauen. Wie stellt die Bibel den christlichen Glauben dar? Wenn wir Matthäus 22, 37 aufschlagen, da geht es um die Frage, welches ist das größte Gebot in der Tora, im Gesetz, also im Alten Testament? Das wichtigste Gebot unter all diesen Hunderten von Geboten. Da wird die Antwort gegeben. Von dem Herrn Jesus selbst. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Nun, das ganze Alte Testament hängt an diesen beiden Geboten. Das Gesetz und die Propheten ist eine Sammelbezeichnung für das Alte Testament. Gott lieben mit dem ganzen Verstand. Das ist doch schon erstaunlich für jemand, der denkt, Glaube ist doch ein Sprung ins Dunkle. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Testament, 2. Timotheus 1, Vers 12, das war sein letzter Brief aus der Todeszelle in Rom, und so im Rückblick auf sein Glaubensleben von einigen Jahrzehnten sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wissen und Glauben ist nicht ein Gegensatz, sondern eine Einheit. Ich weiß, wem ich geglaubt habe oder auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Der Apostel Johannes schreibt als alter Greise, gegen 100 Jahre alt, in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Erstaunlich, er sagt nicht, wir glauben aber, das wäre ja auch richtig. Nun sagt er, wie ein Ersatzwort, ein Synonym, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und er hat uns ein Verständnis gegeben. Der Apostel Petrus in seinem Testament, 2. Petrus 1, Vers 16, den zweiten Brief hat er nämlich auch aus der Todeszelle in Rom geschrieben. Rückblickend auf Jahrzehnte der Nachfolge und des Glaubens. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, sondern als die der Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Der Apostel Petrus sagt also, wir hatten überhaupt kein Interesse, uns mit Mythen, also mit märchenhaften, fabelhaften Dingen abzugeben. Uns ist wichtig, was wir als Augenzeugen des Herrn Jesus Christus erlebt haben. Nämlich damals, als er auf dem Berg der Verklärung war. Nun, wie kann man sich das erklären? Ein Rudolf Bultmann, der die Gott-ist-Tod-Theologie eingeführt hat, vor Jahren, er ist in den 60er Jahren gestorben, der hat gesagt, wir müssen die Evangelien von ihrem ganzen mythologischen Ballast befreien, um dann dahinter irgendwie noch den historischen Jesus zu finden. Also für ihn waren die Evangelien weitgehend mythologisch. Und die Menschen damals waren in einem vorwissenschaftlichen Zeitalter. Und die dachten mythologisch. Ja, und was sagt Petrus? Einer der 12 Apostel, zeugnishaft, wir haben euch diese Dinge nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Mythen, auf Griechisch steht hier das Wort Mythos, das übersetzt ist mit Fabeln zum Teil, indem wir nicht künstlich erdichteten Mythen folgten, sondern als die Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Es war also den ersten Christen absolut wichtig, dass sie als Augenzeugen historisch zuverlässige Dinge weitergegeben haben. In 1. Korinther 15, Vers 14 bis 19, da macht der Apostel Paulus, wenn er über die Auferstehung spricht, dass Jesus Christus am dritten Tag auferstanden ist, da macht er die ganze Glaubwürdigkeit des Evangeliums abhängig von der historischen Tatsache. Und die liberale Theologie hat daraus ein Mythos machen wollen, eben Christus ist so in den Gedanken, im Glauben der Jünger auferstanden. Aber Paulus sagt es ganz anders. Ich lese vor. 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich.
aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Nun, man könnte sich sagen, die ersten Christen, wenn sie da irgendwie einen Glauben so verkaufen wollten, dann wäre es aber doch besser gewesen, wenn sie die ganze Wahrheit ihres Glaubens nicht von diesem historischen Punkt abhängig gemacht hätten. Sie hätten ja sagen können, ja gut, ob jetzt das wirklich genau körperlich und so geschehen ist, die Auferstehung, das ist nicht so wichtig. Hauptsache ist die Botschaft, das Kerygma, wie die modernen Theologen sagen. Die sprechen immer vom Kerygma, von der Botschaft, die dahinter steckt. Nur das ist wichtig. Nein, Paulus sagt, wenn das nicht so wirklich geschehen ist, leibhaftige Auferstehung Christi am dritten Tag, dann ist das ganze Christentum zu vergessen. Eine elende, hohle, eitle Sache wäre es dann. Aber das Ganze steht auf Tatsachen. Und darum fügt Paulus in diesem Kapitel auch an, Vers 6, dass es mehr als 500 Augenzeugen der Auferstehung gegeben hat. Und alle, die denken, glauben und denken, das muss man irgendwie prinzipiell trennen, die werden schockiert, wenn sie Apostelgeschichte 9, Vers 22 lesen. Dort heißt es nämlich, gerade nach der Bekehrung des Saulus, wie er da in die Synagoge gegangen ist und gepredigt hat, Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, außer Fassung, indem er bewies, dass dieser der Messias, also der Christus, ist. Nun, es gibt auch bibeltreue Christen, die sagen, Glaube hat mit Beweisen nichts zu tun. Gut, das ist ihre Ansicht, aber schockierend ist es dann, wenn man liest, dass die Bibel selber spricht von Beweisen. Und zwar, ich habe auf dem Blatt das hier zusammengestellt, das Wort Beweisen hier heißt Symbibazo. Das heißt ursprünglich als erste Bedeutung zusammenführen. Paulus hat viele Tatsachen und Argumente so zusammengesammelt, zusammengeführt, zu einem Haufen. Zweitens bedeutet Symbibazo Schlussfolgerungen ziehen. Also man sammelt Argumente, Tatsachen, und wenn man die beieinander hat, zieht man aus dem Ganzen eine weitere logische Schlussfolgerung. Und die dritte Bedeutung ist dann beweisen. Diese drei Stufen sind alle in diesem einen Wort enthalten. Also Paulus hat Tatsachen, Argumente zusammengeführt. Daraus hat er Schlussfolgerungen gezogen, die so überzeugend waren, dass sie eben beweiskräftig waren. Eine zweite Schockstelle, Apostelgeschichte 18, 28. Da geht es um Apollos, ein gelehrter alexandrinischer Jude aus Ägypten. Er kannte das Alte Testament sehr, sehr gut. Er kam nach Korinth. Ich lese 27b schon. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Messias, also der Christus, ist. Hier haben wir zwei interessante Wörter in Verbindung mit unserem Thema. Kräftig widerlegen, auf Griechisch ein Wort, diakatelenchomai.
Das Dia heißt durch im Sinn von vollständig. Kata heißt herab und Elenchomai heißt überzeugen, widerlegen. Also wenn man dieses Wort aufgliedert, gibt es den Sinn von durchschlagend, Dia, überzeugend widerlegen, Elenchomai, indem man die Gegenargumente zu Boden wirft, Kata. Das ist so in dem Wort konzentriert zusammengefasst. Da sind die Argumente gekommen. Apollos hat sie zu Boden geworfen. Und dann haben wir das Wort beweisen. Hier ist es ein anderes Wort als in Kapitel 9 bei Paulus. Es heißt Epideiknymi. Das ist ein Schreibfehler. Epideiknymi, noch ein E nach dem E. Ein I nach dem E. Das heißt beweisen oder auch zeigen. Und so hat das Wort eben den Sinn, durch Anschaulichkeit der Argumentation einen Beweis führen. Es war also anschaulich für die Zuhörer. Man konnte es nachvollziehen, was er sagte. Wir gehen zu Hebräer 11, Vers 1, wo der Glaube so schön definiert wird. Übrigens im Grundtext mit der üblichen Formel, wie auch die Philosophen einen Begriff definiert haben. Zum Beispiel bei Plato. Es ist aber der Hund. Und dann definiert er, was ist ein Hund. Und Hebräer 11 beginnt, es ist aber der Glaube. Der Glaube aber ist, oder der ist, es ist aber der Glaube eine Verwirklichung oder feste Überzeugung dessen, was man hofft und ein Überführtsein, griechisch elenchos, von Dingen oder Tatsachen, griechisch pragmata, die man nicht sieht. Das Wort überführt sein ist ganz interessant, elenchos. Das kommt wieder von dem Wort, das wir gerade vorhin gelernt haben. Elenchomai, das heißt überführen, widerlegen. Und zwar, das Elenchomai wird zum Beispiel in Judas 15 gebraucht, von dem Richter, der die Angeklagten überführt. Der Herr Jesus, der Richter, der die Gottlosen überführen wird. Wie tut das ein Richter? Der sagt nicht, also ich habe das Gefühl, sie sind schuldig. Und der Angeklagte, und ich habe das Gefühl, ich bin nicht schuldig. Nein, der Richter muss alle möglichen Argumente, Indizien, Hinweise, die muss er zusammenführen. Daraus muss er eine Schlussfolgerung ziehen, die beweiskräftig zeigen soll, der Angeklagte ist schuldig. Und hier haben wir dieses Wort Elenchos, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, Glaube ist nicht ein Sprung ins Dunkle, aber Glaube hat viel zu tun mit Dingen, die man nicht sieht. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber das Wort Gottes gibt so starke Argumente, einerseits meiner Schuldhaftigkeit vor Gott, meiner Verantwortung vor Gott, sodass ich dadurch überführt worden bin. Aber gewissermaßen durch Tatsachenargumente, denen nicht widersprochen werden kann. Und so überführt der Heilige Geist auch heute die Welt. In Johannes 16, Vers 8 sagt der Herr Jesus, wenn der Heilige Geist kommen wird, so wird er die Welt überführen von Sünde und so weiter. Das Wort überführen ist wieder elenchomai. Der Heilige Geist überführt den Menschen mit Argumenten, die er einsehen muss, von seiner Sünde. Und damit muss er natürlich auch überführen, dass Gott da ist. Dass Gott ein Recht hat, von uns zu fordern, Gerechtigkeit zu fordern. Das gehört alles zum Werk des Heiligen Geistes, das er heute tut. Aber, wie gesagt, er will uns Menschen, Gläubige, benutzen bei diesem Werk der Überführung. Und darum ist dieses Thema der Apologetik wirklich etwas ganz Wichtiges. Und
Ich würde sagen, eben wichtiger als man denkt, denn im Allgemeinen, wenn man mit Christen spricht, die bereits bekehrt sind und dann eigentlich nachfragt, warum glaubst du, dann merkt man oft, wie viel Mühe da ist, oder viel Unfähigkeit da ist, den Glauben zu begründen. Warum glaube ich eigentlich? Warum bin ich überhaupt überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht der Koran? Und hier besteht ein gewisser Mangel, und das zeigt sich dann gerade in Krisensituationen, wo plötzlich Zweifel über den Glauben kommen, in gewissen Umständen. Und da wäre es wichtig, dass ein sorgfältiges Fundament gelegt worden ist, was eben die Überführung anbetrifft. Die Überführung durch den Heiligen Geist. Übrigens noch Lukas 1, 1 bis 4. Damit kann man Bultmann wieder vollständig widerlegen. Lukas schreibt hier, erklärend, wie er das Lukas-Evangelium verfasst hat. Und sagt, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, in geordneter Reihenfolge zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Ja, es geht hier um Glaube. Diese Dinge, sagt Lukas, werden unter uns völlig geglaubt. Aber nicht irgendwie ein Sprung ins Dunkle, sondern er sagt, es ist uns überliefert worden von denen, die Augenzeugen waren von Anfang an. Und Lukas selber ist den Augen gegangen, hat also das Material zu sorgfältig zusammengeführt. Er sagt, ich bin ganz genau gefolgt, diesen Dingen nachgegangen. Er hat es dann in geordneter Reihenfolge aufgeschrieben und das Ziel war, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Da haben wir also wieder ein interessantes Beispiel. Ich habe vorhin gerade angetönt, die Problematik Gläubige, deren Glauben eigentlich zu wenig begründet ist. Und hier wird das Lukas-Evangelium an den Gläubigen Theophilus geschrieben. Und er will ihm damit eigentlich nachträglich nochmals ein Fundament legen, damit er als Gläubiger nochmals neu sieht, wie zuverlässig all diese Dinge sind. Also wir sehen, Apologetik ist nicht nur wichtig für Ungläubige, sondern auch für Gläubige, um sie zu festigen, um sie zu bewahren vor Zweifel. Derselbe Lukas hat ja auch als Fortsetzungswerk die Apostelgeschichte geschrieben. Und da haben wir etwas Eindrückliches in Vers 3. Er schreibt hier über den Auferstandenen. Der sich den Aposteln nach der Auferstehung gezeigt hat, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Hier sagt Lukas, Jesus Christus hat sich in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Dieses Wort sichere Kennzeichen heißt auf Griechisch Tekmerion. Tekmerion in der Einzahl heißt ein überzeugend durchschlagender Beweis.
Das ist die genaue Bedeutung dieses Wortes. Nun sagt aber Lukas, in vielen überzeugend durchschlagenden Beweisen hat er sich lebendig dargestellt. Also wie man da als liberaler Theologe dann sagen kann, ja, die waren noch mythologisch und es ging ihnen gar nicht so um die Tatsache, sondern vielmehr um die symbolische Botschaft dahinter und so weiter. Das ist doch absolut am Bibeltext her nicht nachzuvollziehen. Sondern wir sehen diese Zeugen Jesu und der Auferstehung, ihnen ging es darum, wirklich die Zuverlässigkeit der historischen Tatsachen darzulegen. Hinzu kommt der Prolog, die Einleitung zum Johannesevangelium. Dort wird Jesus Christus genannt, das Wort. Im Anfang war das Wort. Griechisch der Logos. Von Logos stammen unsere Wörter wie Logik, logisch und auch das Teilwort Logie als Anhängsel. Zum Beispiel Biologie ist die Wissenschaft des Lebens. Oder Geologie ist die Wissenschaft der Erde und so weiter. Das kommt alles von Logos. Dieser Ausdruck beinhaltet Vernünftigkeit und so weiter. Und Jesus Christus selber wird genannt der Logos. Und da will man noch sagen, den Christen ging es gar nicht so sehr um Logik, sondern sie waren von Unlogik gekennzeichnet. Ihr Herr selbst, der Sohn Gottes, heißt der Logos. Und daraus folgt, 1. Mose 1, Vers 27, der Mensch ist ja im Bilde Gottes geschaffen worden, also auch im Bild des Logos. Und von daher leitet sich die Fähigkeit des Denkens und des Erkennens her. Das ist eine Gabe Gottes. Und so heißt es in Sprüche 20, 27, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforschend alle Kammern des Leibes. Das ist ein schöner Vers für Mediziner und Krankenschwestern. Und Chirurgieassistenten. Der Geist des Menschen, eine Leuchte des Herrn. Also wir sehen, die Bibel ist überhaupt nicht verstandesfeindlich, vernunftfeindlich. Aber woher kommt es denn, dass der Bibel so unterschiebt? Das werden wir jetzt vielleicht gerade deutlich sehen aus 1. Korinther 1. In 1. Korinther 1 geht es um die Weisheit dieser Welt. Die Torheit ist bei Gott. Und es geht um das Evangelium, das Torheit ist für die Menschen. Ich lese 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Ja, hier könnte man den Eindruck bekommen, das Evangelium hat mit Vernünftigkeit nichts zu tun. Aber wenn wir den Text so gründlich durcharbeiten, dann stellen wir fest, es wird gesprochen über die Weisheit dieser Welt. Und die ist bei Gott Torheit. 1. Korinther 1, Vers 20. Umgekehrt wird hier aber gesprochen über die Weisheit Gottes. Und die ist Torheit bei der Welt. 1. Korinther 1, 21. Es geht also um die
Gegenüberstellung von Weisheit der Welt und Weisheit Gottes und Torheit der Welt und Torheit des Evangeliums. So müssen wir die Gegensatzpaare sehen. Es wird hier nirgends gesagt, dass das Evangelium irgendwie unvernünftig, töricht an sich ist, sondern es ist töricht für die, die aus einer ganz anderen Welt kommen als das Evangelium. Und wie ist das zu erklären? Epheser 4, Vers 18 sagt uns, dass das Denken des Menschen durch den Sündenfall verfinstert worden ist. Es heißt dort wirklich verfinstert am Verstande. Und die Weisen dieser Welt sind nach Römer 1, 21 bis 22 durch ihr falsches Denken über Gott und die Natur sind sie zu Toren geworden. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass Satan, der Gott dieser Welt, die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat. Den Sinn oder die Gedanken heißt das griechische Wort. Und jetzt erklärt sich Johannes 1, Vers 4, der Logos ist in diese Welt gekommen. Der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren Mensch geworden. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Logos kommt hinein als Licht, aber die Welt mit ihrer ganzen Intelligenz, verfinstert von Satan, weigert sich, dieses Licht anzunehmen. Das ist die ganze Problematik der Evangeliumsverkündigung. Es ist nicht so, dass das Evangelium unvernünftig wäre, sondern der ungläubige Mensch ist unter der Macht Satans und der Verstand ist auch gefallen. In der katholischen Theologie hat man die Verdorbenheit des menschlichen Verstandes nicht klar gesehen. Man spricht zwar über den Sündenfall, aber dass durch den Sündenfall das Denken des Menschen vollständig auch mitgefallen und verdorben worden ist, das wird nicht festgehalten. Und das hat Konsequenzen gehabt. Genau wegen dem hat die griechische Philosophie von Plato und Aristoteles schon seit frühen Jahrhunderten einen dermaßen dominierenden Einfluss auf die katholische Theologie und Dogmengeschichte bekommen. Das glaubt man fast nicht. Die ganze mittelalterliche katholische Theologie, die hat in den Denkrahmen von Aristoteles und Plato gedacht. Und warum nehmen sie diese Heiden? Luther nannte Aristoteles einen verfluchten Heiden oder verdammten Heiden. Also im Sinn eben von der unter das Gericht Gottes, unter dem Gericht Gottes steht. Warum haben sie das so akzeptieren können und sogar ihr ganzes Bibelstudium gewissermaßen in das Korsett der griechischen Philosophie hineingetan? Weil sie nicht geglaubt haben, dass der menschliche Verstand gefallen ist. Und damit glaubten sie, dass eben auch die alten Griechen eben viel göttliches Licht hatten in ihrem Denken. Und damit haben sie dem Christentum einen dermaßen gewaltigen Schaden zugefügt. Also wir müssen das festhalten und das führt dann eben zu der Warnung in Kolosser 2, Vers 8, wo uns eben gerade gezeigt wird, wie die griechische Philosophie ist nicht einfach Licht, sondern sie ist völlig verfinstert, so dass Paulus warnt in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus.
Wenn man denkt, wenn das beherzigt worden wäre, schon ganz früh in der Kirchengeschichte, da wäre so vieles ganz anders gekommen. Hier wird deutlich gewarnt, die Philosophie ist eitler Betrug. Ja, jetzt wieso? Es wird hier gesagt, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt. Ich denke, das ist unverständlich auf Deutsch, obwohl es Deutsch ist, ja. Was heißt das nach den Elementen der Welt? Element heißt hier griechisch Stocheion. Stocheion bedeutet bei den Griechen Basis oder auch das Atom als Grundbestandteil der Materie, eben Element. Dann aber auch gedanklich eine Grundannahme, ein Axiom. Oder in der Geometrie haben wir doch Axiome gelernt. Ein Axiom ist, eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende. Dann sagt man ein Axiom. Das ist einfach eine Behauptung, das wird gar nicht begründet. Kein Mathematiklehrer hat uns das jemals begründet. Das ist eine Voraussetzung und dann darauf wird aufgebaut. Also nach den Voraussetzungen und den Grundannahmen der Welt. Und da ist das Problem. Es ist nicht so, dass die griechische Philosophie und welche Philosophie auch immer, dass die fortwährend unlogisch denken würden. Das ist nicht das Problem. Aber die Grundbausteine, von denen aus man denkt, die sind schon falsch. Und ich meine, wir wissen, dass wenn wir so damals so Kettenrechnungen machen mussten, wenn irgendein Glied falsch gerechnet worden war und wir sind weitergegangen, der ganze Rest war falsch. Auch wenn wir noch weiter korrekt gerechnet haben. Und so ist es auch in der Philosophie, wenn die Grundannahmen, die sind nicht nach Christus, die sind nicht Christusgemäß, wenn die falsch sind, dann ist das ganze Gebäude falsch. Dort liegt das Problem. Es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel die Logik bei den Griechen ablehnen würden. Das ist so ein Untergebiet in der Philosophie. Wir haben im Latein Logik gemacht, indem wir Augustin-Texte gelesen haben, da haben wir gelernt, solche Dinge wie jeder Neger ist ein Mensch. Ja, deine Aussage, die ist korrekt. Und jetzt kann man die umdrehen. Jeder Mensch ist ein Neger. Nein, das geht nicht. Das ist eine Aussage, die also nur in eine Richtung korrekt ist und wenn man die Aussage dreht, ist sie falsch. Es gibt aber auch andere Aussagen, die kann man drehen. Und so haben sich die Griechen sehr viel mit solchen logischen Sätzen abgegeben. Das ist nicht an sich falsch. Aber was dann mit dem Ganzen weitergebaut wird, das ist nur das Handwerk. Und das, was weitergebaut wird, dort ist das große Problem. Also das von Gott losgelöste Denken beruht auf unbewiesenen Voraussetzungen, die falsch sind, die Christus dem Logos widersprechen. Und 2. Korinther 4, Vers 4 sagt das ganz hart, sie stammen von Satan, dem Gott dieser Welt. Jetzt wollen wir noch kurz über die Weisheit Gottes sprechen. Ja, meine Atomuhr ist noch nicht ganz auf 11. Die Weisheit Gottes ist Torheit bei denen, die verloren gehen. Das haben wir gesehen, 1. Korinther 1, 18. Nun, die Weisheit Gottes, das wird erklärt in 1. Korinther 2, 9 bis 13, wird durch Gottes Geist, durch die inspirierten Worte der Heiligen Schrift geoffenbart. Wir lesen diesen Text. Ich lese ab Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Es ist der Heilige Geist, der uns die göttlichen Dinge mitteilt. Und Paulus sagt, wir haben das euch gelehrt, verkündigt, nicht mit Worten, die wir aus der Philosophie gelernt haben, sondern durch den Geist, mit Worte gelehrt durch den Geist. Das heißt, die Wörter, die Paulus gebraucht hat, die Sätze, die er gemacht hat, die waren durch den Heiligen Geist inspiriert. Er hat die geistlichen Dinge durch geistliche Worte, das heißt von Gott inspirierte Worte, hat er wiedergegeben. Wir sehen also, die Inspiration der Bibel geht weiter als nur Schreiber haben von Gott Offenbarungen bekommen. Die waren auch in der Wortwahl inspiriert, wie sie das aufschreiben mussten. Also Gott spricht so durch sein Wort zu uns, und bei der Bekehrung muss Gottes Licht in unser verfinstertes Herz hineinleuchten. Nach 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6. Satan hat die Gedanken verfinstert, aber das Evangelium kann ins dunkle Herz hineinleuchten. Und es heißt dort, der Gott, der damals in 1. Mose 1 gerufen hat, es werde Licht, das ist der Gott, der in unser finsteres Herz hineingeleuchtet hat. Und was heißt das? Dann waren wir eigentlich so, wie es im 2. Vers der Bibel steht. Das war unser Zustand vor der Bekehrung. Und die Erde war Wüstheit und Leere, Tohu wa Wohu. Und Finsternis lag über der rauschenden Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So muss also Gott in unser Herz hineinleuchten. Nach Römer 12, Vers 2 muss unser Denken verwandelt werden, damit wir nicht mehr so denken wie der Zeitgeist, der Weltlauf. Und der Aufruf dort in Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt in eurem Denken, ist eine Zeitform, die bedeutet, werdet fortdauernd umgewandelt. Es ist ein lebenslanger Prozess. Unser Denken muss geändert werden als Erlöste bis ans Ende. Und nach 1. Korinther 13, Vers 12 ist unser Erkennen heute Stückwerk. Aber dann in der Herrlichkeit werden wir eine vollkommene Erkenntnis haben, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, von Angesicht zu Angesicht sehen. Es ist Zeit für Pause. Nach dieser theoretischen Einführung, wo es prinzipiell geht, ging um den biblischen Befund im Blick auf Verstand und Denken, werden wir jetzt praktischer. Zuerst fragen wir uns mal im Blick auf die Bibel, was sagt die Bibel über sich selbst? Und lesen 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist einer der Standardverse zur Inspiration der Bibel. Den sollte man auswendig können und immer griffbereit haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Ich muss erklären, der Ausdruck Schrift im Judentum war das eine Bezeichnung für die Bibel. Wenn also Paulus sagt, alle Schrift, dann meint er die ganze Bibel. Übrigens hier nicht nur das Alte Testament. In Vers 14 sagte er zu Timotheus, der ja aus jüdischem Hause kam, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben. Vers 15 zeigt, Timotheus ist mit dem Alten Testament aufgewachsen. Das wird hier genannt, die heiligen Schriften, wörtlich im Griechischen die heiligen Buchstaben. Und er sagt, du kennst die von Kind auf. Das Wort für Kind im Griechischen heißt hier Säugling. Nun, wenn seine Mutter ihn vielleicht bis 4 Jahre gesäugt hat, dann heißt es also, dass er eben als Kleinkind in dem Alten Testament
von seiner Mutter unterwiesen worden war. Das hat Beispielcharakter. Und in Vers 14 sagt aber Paulus zuvor, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem, im Grundtext im Sinn von welchen Personen du gelernt hast. Vers 15 ist das Alte Testament. Aber Vers 14, das ist das, was Timotheus schon gelernt hat an neutestamentlichen Belehrungen von Paulus und auch anderen Personen. Und so nach Vers 14 Ente, 15 Ate, sagt er zusammenfassend Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Übrigens, dass das Ente, das Neue Testament, mit einbezogen ist, noch ein Beweistext, 1. Timotheus 5, Vers 18, da zitiert Paulus in anderem Zusammenhang aus 5. Mose und sagt, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, das ist 5. Mose 25, 4, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert, das ist Lukas 10, Vers 7. Paulus zitiert aus der Schrift, zitiert die Tora und zitiert das Lukas-Evangelium, das damals schon vorlag. Also, alle Schrift von Gott angegeben, Altes Testament und Neues Testament, alles, was zu der Zeit schon vorlag, als der zweite Timotheusbrief verfasst wurde. Und nun, wichtig ist der Ausdruck eingegeben. Griechisch Theopneustos, das heißt von Gott gehaucht. Das kann man dann übersetzen mit inspiriert, von Gott gehaucht. Wenn ich spreche, brauche ich ja meinen Luftkanal hier, ohne den geht überhaupt nichts. Also der Luftzug da von unten nach oben ist ganz wesentlich, bildet eine Basis des Sprechens. Wenn es heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt das, Gott spricht hier direkt. Es ist die direkte Rede Gottes. Der Vers sagt aber nicht, die Bibelschreiber sind inspiriert worden. Das ist auch wahr. Und sowas liest man in 2. Petrus 1, Vers 21. Aber hier steht die Schrift, das heißt, das Geschriebene selbst ist von Gott gehaucht, Gottes direkte Rede. Und das geht viel weiter. Denn wenn die Leute inspiriert waren, die Bibelschreiber, dann hätten sie ja immer noch Fehler machen können bei der Übertragung auf das Papyrus oder das Pergament oder was es war. Aber hier wird deutlich gemacht, dass bereits das Endstadium, das Abgefasste, die Schrift von Gott inspiriert, von Gott gehaucht ist. Also das macht deutlich, dass die Bibel den Anspruch erhebt, dass sie Gottes Wort ist. Nun, das ist wichtig im Gespräch mit Ungläubigen, denn da sagt einer vielleicht, ja, also mein Pfarrer hat gesagt, die Bibel, das ist einfach ein Buch, ein religiöses Buch, das die Menschen aufgeschrieben haben damals und sie haben ihre Erfahrungen mit Gott und sie haben ihre Überlegungen über die Schöpfung und so haben sie da niedergeschrieben. Ja gut, aber in der Diskussion müssen wir davon ausgehen, was ist die Bibel, was behauptet sie von sich selbst? Und so sehen wir, die Bibel selber betrachtet sich als Gottes direkte Rede. Als nächster Punkt kommt dann die Frage, ja, haben wir aber heute noch, im dritten Jahrtausend nach Christus, haben wir noch die gleiche Bibel, wie die, die damals aufgeschrieben worden ist? Und wie die Bibel sagt, inspiriert sei. Und diese Frage müssen wir jetzt gesondert angehen fürs Neue Testament und fürs Alte. Das Neue Testament mit seinen 27 Büchern ist verfasst worden zwischen
30 und 95 nach Christus. Da habe ich das Neue Testament. Und zwar auf Griechisch. Heute gibt es etwa 5400 griechische Handschriften. Und das ist höchst ungewöhnlich. Weil bei den alten, antiken Schreibern, da ist man froh, wenn man für ein Werk ein Dutzend Handschriften hat. Das ist dann schon gut. Aber damals im Gymnasium, als wir Cicero oder Cäsar gelesen haben, keiner von uns hat irgendwie gezweifelt, dass das Cicero ist. Aber im Neuen Testament, da kommen dann aber schon die Zweifel. Haben wir wirklich noch das gleiche Neue Testament, wie es damals geschrieben worden ist? Nun, wir haben eine ganz breite Textgrundlage, sagt man dem, auf die wir uns abstützen können. Die war noch nie so groß wie heute. Dazu kommt der Abstand zwischen den ältesten Handschriften und dem Original ist beim Neuen Testament ganz klein. Bei den griechischen und lateinischen Klassikern, da beträgt er normalerweise so 900 bis 1300 Jahre. Also nochmals, die älteste Handschrift, die wir heute haben, sagen wir von irgendeinem Werk, ist 900 bis 1300 Jahre jünger als das Original. Und dennoch hat niemand bei uns gezweifelt, dass wir Ciceros Briefe lesen zum Beispiel. Oder Cäsars Gallischer Krieg. Aber da hätte man doch zweifeln können. Und beim Neuen Testament sehen wir, da kommen wir heute auf einige Jahre ans Original heran. Da wurde, das ist zuerst mal zu nennen, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also im 20. Jahrhundert, da wurde der P52 entdeckt. P heißt Papyrus und 52 ist seine Katalognummer. Aber den soll man ruhig auswendig lernen. Ich werde aber nicht alle 5400 Handschriften heute Morgen erwähnen. Der P52 umfasst ein paar Zeilen, Worte aus dem Johannesevangelium. Aufgrund des Schriftbildes, man weiß sehr genau, in welchem Jahrzehnt man wie die griechischen Buchstaben geschrieben hat, wird er heute datiert auf 100 bis 115 nach Christus. Nach dem altkirchlichen Zeugnis hat Johannes das Evangelium, das vierte Evangelium, um etwa 98 nach Christus in Ephesus, heutige Türkei, geschrieben. Das heißt also, wir kommen wirklich im besten Fall auf 2 Jahre ans Original heran. Früher in der Literatur hat es immer geheißen 125 nach Christus. Und jetzt ist man unter den Fachleuten immer mehr zurückgegangen. Es wird immer deutlicher geworden, wir müssen immer noch mehr gegen 100 zu steuern. Aber noch was. Johannes hat es in der Türkei geschrieben, der P52 stammt aus Ägypten. Das zeigt auch, wie schnell die Verbreitung in der damaligen Welt vor sich gegangen ist beim Abschreiben. Gut, jetzt da kann man sagen, das ist eine Handschrift, die umfasst ja nur ein paar wenige Zeilen. Sie bestätigt zwar das Johannesevangelium, das wir schon immer hatten, aber es ist ja nur ein kleines Fragmentchen hinten und vorne beschrieben. Aber in den 30er Jahren wurde unter anderem der P46, den muss man auch kennen, entdeckt. Der P46 umfasste alle Paulusbriefe, inklusive Hebräerbrief. 80% von diesem Buch ist noch erhalten. Übrigens, der Hebräerbrief ist nach dem Römer vor 1. Korinther eingefügt. Damals in den 30er Jahren hat ein Wissenschaftler aufgrund von einem Blatt so überschlagsmäßig gesagt, wahrscheinlich um 200 nach Christus geschrieben. Wenn Sie in der Fachliteratur das nachschauen,
Überall heißt es P46 um 200 nach Christus. So geht das. Also einer schreibt den anderen ab. Das ist nicht nur in der Schule so, sondern ich hoffe nicht bei allen, aber eben auch unter Wissenschaftlern. Dann vor ein paar Jahren hat ein Koreaner in Deutschland namens Kim die Handschrift ganz gründlich bearbeitet und ist zum Ergebnis gekommen, das ist eine Handschrift aus dem letzten Viertel des ersten Jahrhunderts, zwischen 75 und 100 nach Christus. Das ist sensationell. Wir kommen also ins erste Jahrhundert, in die frühe Christenheit, zurück mit den Paulusbriefen. Das hat natürlich Liberale sehr nicht unbedingt erfreut. Ich hatte mal mit Frau Alland telefoniert, das ist die Frau von Nestle, Kurt Alland, der den Nestle Alland griechischen Text, Standardtext herausgegeben hat. Und ich habe gesprochen über P46. Da sagt er, ja, dieser Kim, das ist ein ganz junger Mann und der soll zuerst mal quasi reif werden, und überhaupt kein Argument gebracht, dass seine Arbeit irgendwie nicht stimmig wäre. Es war, das ist ein junger Mann und der soll mal zuerst und so. Ja, das hat sie also absolut nicht gefreut, aber das hat das in einer renommierten Wissenschaftszeitschrift veröffentlichen können, Biblica. Und so haben wir also Zugang bis ins erste Jahrhundert. Was heißt das? Es bestätigt, dass die Bauern in Ägypten im ersten Jahrhundert die gleiche Bibel lasen, wie wir im 20. gelesen haben und heute im 21. lesen. Und wenn man denkt, dass der 2. Timotheusbrief um 67 nach Christus geschrieben worden ist, also da kommen wir wieder auf ein paar Jahre ans Original heran. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß, weil im letzten Jahrhundert hatte man ja nur Handschriften aus dem Mittelalter. Ich sage im vorletzten Jahrhundert, im 19. ja. Im vorletzten Jahrhundert hatte man nur Handschriften aus dem Mittelalter. Und da gab es einen jungen Gelehrten namens Tischendorf. Der wollte unbedingt ältere Handschriften haben, dass man weiter zurückkommt als das Mittelalter. Sie kennen ja seine berühmte Reise in die Sinai-Wüste unter Lebensgefahren und wie er schließlich fündig geworden ist. Er hat den Codex Sinaiticus, eine Handschrift des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert, also etwa 350 nach Christus, entdeckt. Und auch das war nicht eine neue Bibel. Aber damals konnte man noch sagen, halt, das ist alles nicht so großartig, denn es hat ja mit der konstantinischen Wende, das Römerreich ist ja christlich geworden. Es hat sich zwar nicht bekehrt, aber es ist christlich geworden. Das war so um 312, das ist die konstantinische Wende. Und da wurde immer behauptet, in dieser Zeit wurde das Neue Testament total überarbeitet und verändert von der Kirche. Das heißt also, das Neue Testament davor war ein ganz anderes Neues Testament. Und die Esoteriker, die sagen, und da gab es auch noch Stellen über die Reinkarnation und das hat die Kirche alles gestrichen. Ja. Und dann kam eben das 20. Jahrhundert mit den Papyri-Funden, die bis ins 1. Jahrhundert zurückgehen. 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, sogar 1. Jahrhundert. Eine Fülle von Handschriften. Und es hat nie eine lukianische Revision der Bibel gegeben. Nie. Das ist ein Märchen, das können Sie vergessen. Also, wir haben ganz starke, gute Gründe, an der Glaubwürdigkeit der Überlieferung des Neuen Testaments festzuhalten. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Da hatte man bis 1947 praktisch nur Handschriften aus dem Mittelalter. Einige Tausende, übrigens viele in Russland, der Sowjetunion, die war besonders reich im 20. Jahrhundert,
an mittelalterlichen Handschriften. Die Abschreiber im Mittelalter, diese Rabbiner, nannte man Masoreten, das heißt Überlieferer. Masora heißt die Überlieferung. Die Masoreten hatten besondere Methoden. Die zählten in den 5 Büchern Mose alle Buchstaben ab. Also die wussten ganz genau, das steht in ihrem Skript, die 5 Bücher Mose haben 304.805 Buchstaben und 79.847 Wörter. Sie wussten auch von jedem Buchstaben, wie oft er vorkommt. Wie viele Aleph, wie viele Bet und so weiter. Und das haben sie in der Abschrift wieder nachgezählt. Und die haben im ganzen Alten Testament haben sie einzelne Wörter und Wortverbindungen gezählt. Und immer am Rand und oben und unten haben sie die in den Anmerkungen die Zahlen angegeben. Ganz besonders haben sie Acht gegeben auf Wörter, die nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommen. Dass man die ja ganz genau kopiert und da besonders aufpasst. Die haben also Methoden benutzt, wie wir sie heute mit bei den Computertextkontrollen auch verwenden. So haben die gearbeitet, aber eben ohne Computer. Darum kann man sagen, die haben perfekt abgeschrieben. Aber damals, noch bis 1947, haben dann Gelehrte eben gesagt, ja gut, das haben die im Mittelalter so gemacht. Aber wer sagt uns, dass man in früherer Zeit auch so genau abgeschrieben hätte? Ja, und das konnte man effektiv nicht beweisen. Man konnte sich im Glauben auf die Zusage von Jesus Christus in Matthäus 5 abstützen, in der Bergpredigt 5,18 sagt der Herr, denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Aber jetzt äußerlich beweisen konnte man das nicht. Und dann kamen die Entdeckungen der Qumran-Handschriften 1947 bis 1956. Noch ganz früh hieß es in einer Zeitung, jetzt wird deutlich werden bei diesen alten Manuskripten, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Nun heute können wir so zurückgelehnt 50 Jahre, über 50 Jahre Abstand über Qumran sprechen. Was hat es da ergeben? Diese etwa 100.000 Fragmente aus Qumran gehörten zu 800 Rollen. Ein Viertel davon, also 200 Rollen, waren biblische Rollen. Der Rest außerbiblische, wie Kommentare, also Bibelkommentare, Lieder, Gebete und so weiter. Die Handschriften stammen aus der Zeit 3. Jahrhundert vor Christus bis 1. nach. Die meisten aus vorchristlicher Zeit. Und nun haben wir plötzlich die Gelegenheit gehabt, 1000 Jahre oder etwas mehr mal zu überbrücken. Was ist in dieser Zeit zwischen den Handschriften von Qumran und dem Mittelalter geschehen? Und da hat man entdeckt, die haben auch so präzise abgeschrieben. Und man hat Handschriften gefunden in Qumran, die entsprechen genau dem Text aus dem Mittelalter. Und darum nennt man diese Handschriften proto-masoretische Handschriften. Eben weil sie aus der Zeit vor den Masoreten sind, 1000 Jahre älter, aber sie entsprechen diesem Text. Jetzt kommt aber ein Problem. Man hat gesehen, es gibt aber verschiedene Texttypen in Qumran. Es gibt den masoretischen Texttyp und dann gibt es einen modernisierten. Sie kennen ja die vollständige Jesaja-Rolle. Das ist doch der berühmteste Fund aus Qumran. Alle 66 Kapitel sind drin. Sie stammt aus der Zeit von 100 vor Christus. Ja, diese Rolle hat eine modernisierte Orthographie, Rechtschreibung.
Ich war die Rechtschreibung hat ja im Hebräischen auch immer gewechselt. Und wir sind ja heute ein bisschen sensibilisiert auf dieses Thema. Und die haben also damals der Jesaja etwas modernisiert. Aber in der gleichen Höhle 1 gibt es nebst dieser berühmten Jesaja A-Rolle die Jesaja B-Rolle. Und die ist nicht modernisiert, die entspricht dem Text aus dem Mittelalter. Aber merken Sie noch etwas? Der Mittelaltertext ist also oft in der Rechtschreibung altertümlicher als manche Handschriften aus Qumran, obwohl die 1000 Jahre früher geschrieben worden sind. Das ist ja verrückt, sich das vorstellt. Übrigens gab es noch weitere Texttypen. Es gibt auch Handschriften, die haben eher den Typus der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die ja in Alexandria, 3. Jahrhundert vor Christus, gemacht worden ist. Und ein vierter Texttyp hat eine Nähe zu den 5 Büchern Mose der Samariter, also zum samaritanischen Pentateuch. So haben wir verschiedene Texttypen. Ja, aber wir haben den masoretischen Text in Qumran. Das ist mal wichtig. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen. Die Funde aus Qumran hat angespornt, auch noch an anderen Orten die Höhlen abzuklopfen in der judäischen Wüste. Und da wurde schließlich auch zum Beispiel in Masada, aber auch im Wadi Murabba'at. Das ist südlich, deutlich südlich von Qumran, wurden auch Handschriften entdeckt. Die stammen aus dem 1. Jahrhundert, vor dem Jahr 70 nach Christus. Es gibt eine 12-Propheten-Rolle, die entspricht auch dem mittelalterlichen masoretischen Text, und dann kleine Fragmente aus den 5 Büchern Mose. Und jetzt kommt der Punkt. Die stimmen in jedem Buchstaben mit dem Mittelaltertext überein. Also auch in der Orthographie gibt es nicht einen einzigen Unterschied. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Die Leute, die das in die Höhlen von Murabba'at getan haben, das waren keine Qumran-Leute, sondern Leute aus dem offiziellen Judentum. Die Qumran-Leute waren ja Abgesonderte. Die gingen nicht mehr in den Tempel zum Opfern. Die sagten, das ist unrein, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wir gehen in die Wüste und warten, bis der Messias kommt. Aber die Murabba'at-Leute, die waren aus dem offiziellen Judentum. Und jetzt sehen wir, die Leute aus Qumran, die haben sich abgesondert vom Tempel und konnten an Handschriften nur gerade das mitnehmen, was sie hatten. Die hatten aber damit nicht mehr den Zugang zu der offiziellen, reinen Überlieferungslinie im offiziellen Judentum und zu den Rollen, die im Tempel in Jerusalem aufbewahrt wurden. Darum überrascht es gar nicht, dass gerade im Wadi Murabba'at diese exakte Textübereinstimmung mit dem Mittelalter zu sehen ist. Denn die mittelalterlichen Juden, die hatten offensichtlich den Zugang zur direkten, reinen jüdischen Überlieferung des Alten Testaments. Das Ganze wird noch doller, wenn wir daran denken, 1979 wurde in einem Grab im Tal Hinnom, außerhalb der Altstadt von Jerusalem, wurden 2 kleine Silberrollen entdeckt. Mit Löchlein drin, da hat man es also an einer Kette um den Hals getragen worden. Die stammten aus einem Grab aus dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Man konnte sie nicht aufrollen. Das Silber war in so erbärmlichem Zustand. Es ging einige Jahre, dann hat man es geöffnet und konnte es entziffern. Der Priestersegen aus 4. Mose 6, 24 bis 27, wo es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist übrigens der Segen, den die Priester jeden Tag beim täglichen Brandopfer mussten sie von dem Eingang zum Heiligtum,
der Treppe oben diesen Segen sprechen für das Volk. Auch gerade Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, nachdem er geräuchert hatte, sollte dann diesen Segen sprechen, aber konnte nicht mehr sprechen, weil er nicht geglaubt hatte. Dann haben sie also diesen Text jeweils gesprochen. Ich habe das verglichen, den Text aus den Silberrollen, mit dem Mittelaltertext. Jeder Buchstabe identisch, sogar die Orthographie. Das ist umwerfend. Gut, man kann sagen, das ist ein so kurzer Text, oder? Aber es ist auch eine Stichprobenkontrolle. Und die hat den Test vollständig eben bestanden. Auf Hebräisch heißt der Text Yevarechecha Adonai veYishmerecha Ya'er panav lecha vichunecha Yissa panav lecha veYiten lecha Shalom. Also ein Text, der jetzt doppelte Bedeutung hat für uns. Wie können wir Segen haben? Nur aufgrund des Opfers. Und ein Text, der uns besonders daran erinnert, wie getreulich das Alte Testament überliefert worden ist. Gut, jetzt sind wir soweit, dass wir mit unserem Gesprächspartner sagen können, ja, die Bibel sagt, sie ist inspiriert, die Bibel ist glaubwürdig überliefert worden bis heute. Aber dann sagt unser Freund, ja, aber wie ist das mit den Apokryphen? In meiner katholischen Bibel habe ich noch zusätzliche Bücher, die habt ihr in eurer Bibel gar nicht drin. Dann können wir sagen, ja, es ist so. Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 vor Christus. Im Talmud heißt es an mehr als einer Stelle, habe ich das gefunden, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war das allgemeine Bewusstsein da, mit Malachi ist ein neues Zeitalter gekommen, wo wir keine Schriftpropheten mehr hatten. Und das steht sogar in einem Buch der Apokryphen, in 1. Makkabäer 9,27 steht, und war so große Trübsal in Israel, wie nie gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Die Apokryphen, die sind geschrieben worden in der Zeit nach Malachi und vor dem Neuen Testament. Also in einer Zeit, wo in Israel allgemein klar war, wir haben nicht mehr Schriftpropheten. Nun, diese Schriften erheben auch nicht den Anspruch, Gottes Wort zu sein. Zum Beispiel das Buch Sirach. Das ist einfach das Buch eines Rabbiners, der damit praktische Ratschläge geben wollte für das Leben nach dem Gesetz. Man könnte sagen, ein praktischer Kommentar. Es gibt dann auch die historisch wertvollen Bücher, wie das erste Buch Makkabäer, ein wichtiges geschichtliches Werk, zweite Makkabäer auch, ein bisschen mehr tendenziös, aber doch auch gut, und so weiter. Also die hat man im Judentum auch gar nicht zur Bibel gerechnet. Und dann kommt im 16. Jahrhundert das Konzil von Trient gegen die Reformation. Die Reformatoren haben gesagt, wir wollen nichts mehr akzeptieren, was Menschen sagen, was die Konzilien beschließen und was der Papst beschließt. Das hat keine Autorität, wenn es nicht in der Bibel selber zu finden ist. Sola Scriptura, allein die Schrift. Ja, nun mussten sie zum Trick 77 greifen. Ja, wenn wir mit der Schrift nur beweisen können, ja, wir können das mit den Apokryphen beweisen, dass man für die Toten beten kann. 1. Makkabäer 12. Ja, das gehört eben auch zur Bibel. Und so hat Trient festgelegt, dass verflucht ist, wer nicht akzeptiert, dass die Apokryphen zur Heiligen Schrift gehören. Damit haben sie gleich den heiligen Hieronymus nachträglich verflucht. Denn damals um 400 hatte er doch die Bibel auf Lateinisch übersetzt und auch die Apokryphen, aber er hat gesagt, die sind Gottes Wort nicht gleichzustellen. Das Konzil von Trient
sagt Fluch darüber, wer das nicht akzeptiert. Jetzt stellen wir uns mal vor, 2000 Jahre später kommen die und sagen plötzlich, übrigens, diese paar Bücher gehören auch noch dazu. Aber das Alte Testament war nach Römer 3 dem jüdischen Volk anvertraut worden. Und darum war es Sache des Judentums, die Schriftpropheten zu erkennen und zu prüfen. Also haben wir das auch schon abgestrichen. Wir können in unserer Diskussion weitergehen. Und zwar sagt jetzt unser Gegenüber, wir wissen, welche Bücher zur Bibel gehören. Wir wissen, dass die Bibel sagt, sie ist Gottes Wort. Wir wissen, dass die Bibel gut überliefert worden ist. Aber schau, wir sind in einem wissenschaftlichen Zeitalter geboren und darum können wir diese altertümlichen und primitiven Vorstellungen der Menschen von damals, die können wir nicht akzeptieren. Die moderne Wissenschaft ist im Widerspruch zur Bibel. Ja, dann müssen wir zuerst miteinander sprechen darüber, was ist eigentlich Wissenschaft? Auf Seite 19 sehen wir ein schönes Einfamilienhaus. Das ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist ein Einfamilienhaus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Daten. In der Wissenschaft muss man gut beobachten können. Da haben wir den Bereich der Beobachtung. Man macht viele Funde durch Ausgrabungen zum Beispiel. Man führt Experimente durch. Man macht Erfahrungen. Alle diese Dinge führt man zusammen. Das ist der Bereich des Erdgeschosses. Aber das wäre ja langweilig, wenn Wissenschaft nur aus dem bestehen würde. Jetzt gehen wir hinauf in den ersten Stock und wir wollen diese Dinge interpretieren. Da ist der Bereich der Interpretation. Da werden nun Schlussfolgerungen gezogen. Da können wir auch spekulieren. Das darf man. Wir spekulieren doch auch im Alltag, oder? Dauernd. Aber man muss wissen, dass Spekulation nicht die Wahrheit ist, ja? Da kommen auch Philosophien hinein, Ideologien. Also unsere ganze Weltanschauung kommt da hinein. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn jemand uns sagt, die Wissenschaft widerspricht der Bibel, dann müssen wir sagen, ja, was meinst du, das Erdgeschoss oder der erste Stock? Und ich stelle jetzt mal die These auf, zwischen Bibel und Erdgeschoss, da haben wir praktisch keine Probleme. Und zwischen Bibel und erstem Stock, da haben wir immer wieder Probleme. Und zwar vor allem, wenn es um Dinge geht, die man nicht wiederholen kann im Experiment. Warum habe ich nicht gerade gesagt, das Erdgeschoss, das bringt nie Probleme? Es gibt einzelne Fälle, wo es auch dort Probleme gibt. Mit den Daten, mit den Funden, mit den Beobachtungen. Ein gutes Beispiel ist der Hase. Die Bibel sagt, 3. Mose 11, der Hase wieder käut. Und die Beobachtung hat immer wieder gezeigt, wenn man Hasen schlachtet, dann kommt immer nur ein Magen raus. Das kann man so oft wiederholen, wie man will. Also kommen nie vier Magen raus wie bei den Kühen. Und man kann Hasen da die oben aufmachen und sagen, ach, das ist ein Nagetier, das ist kein Spalthufer, der wiederkäuen würde. Auch die Füße kann man anschauen, hat eben kein Spalthufer, ist ein Nagetier, ist effektiv nicht haltbar von der Beobachtung her, was die Bibel sagt. So ist es lange gegangen bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde in einer Tierärztezeitschrift veröffentlicht, dass der Hase doch eine spezielle Form von Wiederkäuen hat. Und zwar, meistens nachts, gibt er grüne Kugeln heraus.
Also grüne, das sind nicht die braunen. Und die frisst er normalerweise gerade direkt ab der Ausgabestelle weg. Darum sieht man die normalerweise nicht im Käfig. Es kann schon mal vorkommen, aber das ist schon sehr, sehr selten. Er frisst die gerade weg und dann kaut er sie nochmals durch, holt Vitamin B heraus. Und es ist so wichtig, man hat dann versucht, Hasen daran zu hindern. Nach 3 Wochen sind sie tot. Und beim zweiten Durchgang kommen dann die berühmten Braunen. Also die wiederkäuen effektiv. Aber man hat das einfach nicht beobachtet. Und die Beobachtung war zu wenig genau. Und darum kann man sagen, die Wissenschaft hat effektiv 3.500 Jahre Verspätung gehabt gegenüber Mose. Sie hat die Sache verschlafen, wörtlich. Denn die Hasen machen es, wie gesagt, meistens nachts. Und Wissenschaftler, die müssen nun halt auch einmal schlafen. Es gibt solche, die brauchen viel schlafen, andere weniger, aber sie müssen schlafen. Also da sehen wir, es kann auch mal ganz selten, ein Konflikt geben mit dem Erdgeschoss. Normalerweise gibt es das nicht. Das ist bedingt durch die eingeschränkte Beobachtungsfähigkeit des Menschen. Das zweite Beispiel sind die Sterne. Man hatte im Altertum die Sterne gezählt auf etwas mehr als 1000. Bei Ptolemäus damals, er hat eine Liste von 1056 Sternen gehabt. Das haben wir auf Seite 26. Der Astronom Kepler, 1571 bis 1630, arbeitete mit einem Verzeichnis von 1005 Sternen. Aber in 1. Mose 15,5 sagt Gott zu Abraham, schau Abraham, so wie die Sterne sind, die du nicht zählen kannst, so wird deine Nachkommenschaft sein. Unzählbar. Also ein bisschen mehr als 1005 Israeli sollte es geben. Abraham hat es geglaubt. Und in Jeremia 33, Vers 22 wird gesagt, Gott sagt, wenn jemals die Sterne gezählt werden könnten, dann werde ich Israel für ewig verwerfen. Um zu sagen, ich werde Israel nie verwerfen. Nun, da war man lange in der Wissenschaft der Meinung, ja, wir beobachten doch, das stimmt. Man kann die Sterne zählen. Man kann jede Nacht, die wolkenfrei ist, kann wieder beginnen, an einem anderen Ort. 1, 2, 3, 4, 1000, 1, 1000, 2. Ja. Also auch da ein Problem bei der Beobachtung, aber das hängt ja damit zusammen, dass wir keine Fernrohre da vorne haben, glücklicherweise. Und je besser die Fernrohre geworden sind nach Kepler, desto mehr Sterne hat man entdeckt, bis es klar ist. Sie sind unzählbar. Das sind so zwei Beispiele von ganz seltenen Fällen, wo es mal einen Widerspruch geben kann, einen scheinbaren. Aber wir müssen sagen, dann war die Beobachtung eben zu wenig genau. Ja, und dann gehen wir zum Problem der Interpretation als Beispiel. Wir stellen uns vor, wir gehen zusammen in den Zoo. Sehen wir da einen Affen und einen Zoowärter und wir stellen erstaunliche Übereinstimmungen fest. Wir nehmen an, der Zoowärter ist ein Bartträger. Es ist noch frappanter. Sogar im Verhalten ein bisschen. Also wir stellen fest im Erdgeschoss, es gibt Ähnlichkeit zwischen Affen und Menschen. Jetzt gehen wir in den ersten Stock und wollen mal interpretieren. Warum sind die so ähnlich? Nun, Ähnlichkeit geht doch zurück auf Verwandtschaft. Wir haben das so bei unseren 6 Kindern. Ein Teil gleicht meiner Frau, ein Teil gleicht mir. Und jeder ist stolz auf seine Gruppe. Und da ist es wirklich nachweisbar, diese Ähnlichkeit beruht auf Abstammung. Ja, die haben gerade nach der Geburt, haben sie so was um den Arm gemacht bei den Kleinen, das ist ganz eindeutig
Die sind nicht verwechselt worden. Also Abstammung. Nun, wenn man aber sagen würde, Ähnlichkeit ist Beweis für Abstammung, dann macht man einen Denkfehler. Denn es gibt doch auch Fälle von Ähnlichkeit, die nicht auf Abstammung beruhen. Wir haben da draußen so viele Autos, verschiedene Marken. Und die sind so erstaunlich ähnlich im Aufbau. Die haben alle vier Räder und vorne ein Steuerrad. Und es gibt noch mehr Übereinstimmungen. Bis sogar in Details hinein. Im Bau des Motors. Aber das kommt nicht von Abstammung, sondern von einem gemeinsamen Konstruktionsbauplan, der dahinter steht. Also Ähnlichkeit zwischen Affen und Menschen könnte ein Hinweis sein auf Verwandtschaft, aber nicht zwingend. Es kann auch ein Hinweis sein auf einen gemeinsamen Konstruktionsplan des Schöpfers, der dahinter steht. Also von Beweis kann man da gar nicht sprechen, sondern wir haben das Problem jetzt eben im Bereich der Interpretation. So ist es auch in anderen Dingen. Wenn es geht um Erdschichten und Fossilien, wir können spazieren gehen und an bestimmten Orten nach Fossilien suchen. Das ist eine Tatsache. Es gibt sogar Milliarden von Versteinerungen weltweit. Und es ist eine Tatsache in den Alpen, wie man es so schön sehen kann, von den verschiedenen Erdschichten. Nun, Evolutionisten sagen, das ist ein Beweis für die Evolution. Diese Erdschichten sind allmählich Millimeter um Millimeter im Lauf von Jahrtausenden und Jahrmillionen entstanden. Und die Fossilien da drin, die sind gewissermaßen wie die Fotografie von den Lebewesen, die es gerade zu einer bestimmten Zeit gegeben hat. Und da können wir darin eben die Aufwärtsentwicklung des Lebens feststellen. Nun, das ist aber reine Interpretation. Wir können das anders erklären. Ja, wie entstehen überhaupt Fossilien? Normalerweise entstehen sie gar nicht. Als die Weißen da gekommen sind nach Amerika und über die Prärien geritten sind mit ihren Gewehren, da haben sie doch schließlich zu Millionen die Bisons abgeschossen. Die Nahrung der Indianer, einfach so. Die haben gar nicht so Hunger gehabt, dass sie das gebraucht hätten. Ja, und diese Bisons sind die versteinert? Es gibt keine Spuren mehr von diesen Millionen von Bisons. Im Normalus der Verwesung des Abbaus sind die weg. Ohne Fossilien. Fossilien gibt es günstigerweise dann, wenn zum Beispiel ein Tier katastrophisch im Wasser und im Schlamm begraben und luftdicht abgeschlossen wird. Dann kann es ein Fossil werden. Das heißt also, diese Milliarden von Fossilien weltweit, die sprechen nicht von normalen Abläufen, sondern von Katastrophen. Von Überschwemmung. Und da müssen wir gar nicht so weit lesen. Bei der ersten Bibellektüre, schon in Kapitel 6, kommen wir auf die Sintflut. Die Bibel sagt, es hat eine weltweite Flut gegeben. Das ist ja genau die Situation, die dann zum Ergebnis von Erdschichten, denn das Wasser hat ja eine Verteilwirkung, dass zum Beispiel die schweren Bestandteile, die fallen zuerst ab, dann kommen anders gekörntes Material kommt später. Und genau dieses Prinzip sieht man bei der Schichtenbildung, dass da nach Material geordnet worden ist. Da haben wir also genau das, was dem biblischen Bericht entspricht. Und so können wir also aus biblischer Sicht eben die gleichen Daten anders interpretieren und sie passen wunderbar zur Bibel. Also es ist nicht einfach so, dass die Wissenschaft die Bibel irgendwie widerlegt hätte, sondern wenn man von einem anderen Weltbild ausgeht, dann interpretiert man die Wirklichkeit anders. Aber das ist das Problem von Kolosser 2, Vers 8. Eben nach den Elementen dieser Welt und nicht nach Christus. Dort ist das Problem. Aber wir müssen nicht als Christen den Verstand abgeben an der Garderobe und dann in die Gemeinde gehen. Überhaupt nicht. Und dann können wir schließlich noch positiv
sprechen über die erfüllte Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Es ist ja so, Gott wird etwa 7000 Mal im Alten Testament Jahwe genannt, der Ewige, der Unwandelbare. Also der, welcher nicht dem Raum und der Zeit unterworfen ist wie wir. Und darum kann Jahwe, der Herr, mit absoluter Sicherheit die Zukunft voraussagen. Gott ist nicht diesem Wechsel der Zeiten unterworfen. Gerade das ist eines der ganz prägenden, ein ganz prägendes Charakteristikum der Bibel, die Prophetie. Wir denken, wie viele rein prophetische Bücher es schon im Alten Testament gibt. Und dann sind auch andere Bücher, die geschichtlich sind, enthalten viel Prophetie. Und es ist so, im Blick auf das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren kann man auf über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament hinweisen, die sich erfüllt haben. Geburtsort Bethlehem, die Kreuzigung, wie es im Detail beschrieben im Psalm 22, der genaue Zeitpunkt, Jahr 32, war vorausgesagt in Daniel 9. Dann die Zerstörung Jerusalems in der Folge war vorausgesagt in 5. Mose 28. Und die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes, alles vorausgesagt im selben Kapitel. Wo gibt es so etwas sonst in irgendeiner Religion? Nirgends. Das gibt es nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam. Nirgends. Nur in der Bibel. Allein für das Buch Daniel habe ich das mir nachgezählt, durchgezählt und ich bin auf über 200 Prophezeiungen gekommen über Weltgeschichte, die sich nachweislich erfüllt haben. Allein im Buch Daniel. Das gibt es nirgends in keiner Religion. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn die anderen Religionen auch mit dem Ewigen, dem Unwandelbaren in Verbindung stehen würden, dann könnten sie doch auch Prophetie haben über Jahrtausende hinweg. Warum dann nur in der Bibel? Ja, standen nur diese Propheten in Verbindung mit Jahwe? Ja, offensichtlich. Im Hinduismus und Buddhismus ist es sowieso klar, denn die verehren ja die Natur. Also das, was auch Raum und Zeit unterworfen ist, Steine und Holz und Gold, daraus bestehen die Bilder, das ist alles Zeit und Raum unterworfen. Aber wenn wir uns auf die Bibel abstützen, dann stehen wir in Verbindung mit Jahwe, dem Gott, der nicht Teil der Natur ist, sondern darüber steht. Und das erklärt, warum nur die Bibel eben dieses Phänomen der erfüllten Prophetie, detaillierter Prophetie, die sich detailliert über Jahrtausende hinweg erfüllt hat, ohne einmal zu irren. Das ist noch wichtig. Nicht plötzlich zwischendrin eine Aussage, die stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, das sind so ein paar Gedanken zur Glaubwürdigkeit der Bibel und wie wir eben Nichtchristen helfen können, einen Zugang zu bekommen zur Bibel. Und dazu ist es wichtig, dass wir eben vielleicht so einzelne Punkte uns versuchen auch bewusst einzuprägen, damit wir dann, wenn die Situation kommt, da sind wir überrascht, wir wissen nicht im Voraus, was wir morgen brauchen in einem Gespräch. Aber dann kann uns der Heilige Geist eben erinnern und uns helfen, überzeugend Rechenschaft ablegen. Ich möchte schließen nochmals mit 1. Petrus 3, Vers 5. 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, zur Apologia, gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Und Kolosser 4 nochmals.
mit Sanftmut und Furcht. Das heißt eben, dass wir nicht mit dem Hammer auf den Leuten herumhacken. Ja? Das heißt eben, ein gewinnender und mutmachender Umgang mit den Menschen. Kolosser 4, Vers 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und das Salz ist ganz wichtig. Wenn man ein Ross tränken will und es will nicht, da hat man keine Chance. Und es ist auch gar nicht nötig, mit dem rumzustreiten. Man muss ihm einfach ein bisschen Salz geben. Und dann kommt es von selbst. Und so ist es auch, es gibt Leute, die sind wirklich nicht zu haben. Wir müssen ihnen Salz geben, damit sie Durst nach dem Wasser des Lebens bekommen. Und darum muss unser Wort muss mit Salz gewürzt sein. Wir müssen die Leute neugierig machen für das Evangelium. Das haben sie nicht automatisch. Oft. Wir müssen das auch erst mal wecken. Und wenn wir solche Dinge bringen können, dann sagen die plötzlich, das ist ganz interessant. Das hätte ich mir gar nie vorgestellt, dass dieses alte Buch so überzeugende, so konkrete Dinge enthält. Und das macht die Leute dann eben durstig, um mit der Bibellektüre zu beginnen. Ja, die Zeit ist vorüber. Singen wir noch etwas? Ja, gut.